Nun gut, warum, Ragnar, warum geht ihr nicht diesen einen Gang lang und schaut mal vorsichtig um die Ecke? Und ich schaue um den anderen, und den Wollen wir anderen. zur Küche gehen? Ich hätte gerne erst ein grobes Bild, was diese Gänge entlang ist. Jeder geht einfach mal kurz bis an die Ecke, schaut rum und kommt dann zurück. Alles klar. Ja, dann würde ich ihm aber so bedeuten, halt mit dem Finger nach links zeigen. In die Richtung geht auf jeden Fall die Küche. Ja, dann würde ich mich hier hinstellen und da nach rechts gucken. Ja, direkt vor euch im Gang könnt ihr aufgestapelt sehen Rotzenmunition, aber nicht nur Rotzen, sondern auch viele andere Dinge, Brandfässer, wenn ihr euch diesen Gang dann anseht. Ich werde das jetzt einfach mal ein bisschen schneller handhaben. Denn ja, also da könnt ihr quasi alles finden, was euer Herz begehrt. Harpunen, ja, Pfeil und Bogen, Armbrüste, Bolzen. Hier könnt ihr euch eindecken. Hier ist nicht in allzu hoher Qualität vorhanden, aber das, was so die Schwarzen dann hergeben, könntet ihr hier in einer Munitionskammer finden. Das, was ihr hier findet, ist ein Raum, der mit einer großen doppelflügeligen Tür verschlossen ist. Bronze, Gold, Silber, hier sind eine ganze Menge Metalle verarbeitet und einige Symbole, die an der Tür stehen. Und davon künden, was sich wohl im Inneren befindet, wenn man denn diese Sprache lesen kann. Wenn Jalan in diese Richtung absichert, hier oben könnt ihr sehen, das sind wohl nicht Munitionskammern, sondern Räume. Unter anderem hängen da Hängematten drin. Hier werden wohl menschliche Söldner, Piraten, Seemänner, was auch immer man hier braucht, versorgt oder ja, nächtigen hier. Und wenn Jalan hier einmal um die Ecke herumschielt, beziehungsweise wenn die anderen sich das dann angucken wollen, können Sie hier A, ein großes weiteres Treppenhaus finden und dann nach einiger Zeit einen längeren Gang, der wohl in einen größeren Saal mit Ragnar kann dann davon berichten, dass es hier zur Küche geht. Okay, deckst du das schon mal auf, oder? Ah, War danke. gerade dabei, hat ein bisschen gedeckt. Ich komme dann noch erstmal zurück, wenn ich das gesehen habe. Ja, wie sieht's denn aus mit euren Sprachen? Ich vermute, Brindigian wird die eine oder andere Sprache haben. Wäre jetzt interessant, welche. Ja, also wenn da so eine irgend so eine Schrift ist, dann versuche ich natürlich das zu lesen. Moment, ich sagte mal kurz, was ich an Sprachen habe. Bosparano, Gareti, Rus, Tulamidia, Ur-Tulamida, Sayat und ganz bisschen Rissa. Es erinnert dich an Rissar, es erinnert dich an Ur-Tulamidia, aber mit deiner Magiekunde, Spezialisierung dämonisch, du erkennst es dann wohl als Zayat. Aber was da steht, weißt du nicht. Sayat habe ich auch. Ach, Zayat hast du, okay, Entschuldigung. Wie Ja. hoch? Auf 8. Auf 8. Dann kannst du dort erkennen, wie in Zayat-Runen dort steht, Tor in die Niederhöllen. Wie gesagt, die Tür doppelflügelig besteht aus Bronze, Gold, Silber. Nicht nur eben dieser Name Tor in die Niederhöllen, sondern auch zahlreiche Schutzglyphen und Runen, die das Ganze bewahren. Hier sollten wir nicht reingehen, Bruder, Schwestern. Ich befürchte, das ist irgendwie eine Art Tür in den Etragin. Niederhöllen steht daran. Kommt doch mal ein paar Schritte davon weg, ja? Also Ragnar schaut auch sehr erschrocken und geht dann auch erstmal so weit wie möglich davon weg. Ich dachte, hier würde der Captain nächtigen oder so. Wie hoch ist neue Magieresistenz? Müssten 4 sein. 5. 8 habe ich, glaube ich. Ja, 4. Ja, dann du kannst ein leicht ziehendes Gefühl spüren. So als ob deine Seele in diesen Raum gezogen wird, oder? Als ob Ja, irgendeine Macht möchte, dass du dorthin gehst. Kannst natürlich dann widerstehen, aber du spürst dieses widerliche Ziehen in deinem Nacken, in deinem Kopf. wir gehen am besten erstmal zur Treppe zurück. Er wendet sich ja noch auf dem Schritt rum. Ah, Ritter Jagwald, euch suche ich. Ja, Kapitän. Wie viele Söldner haben wir noch? Bin mir nicht ganz sicher. Du kannst die Treppe nach unten schauen und siehst dort wieder wohl noch die mittelreichischen und die maraskanischen Söldner dann nach und nach nach oben laufen. Und die erste, die jetzt kommt, ist jetzt gerade seine knapp in Frieda. Ich
achte nur mal aus dem Augenwinkel darauf, dass die auch wirklich alle einzeln gehen. Na, die haben das natürlich teilweise auch gesehen, wie da die Handaxt von Brindigian verarbeitet worden ist und wie schnell Brindigian da seine Hand wegziehen musste, damit die nicht hier mit zerquetscht wird. Die ungemeine Wucht, die dann dahinter lag, haben sie bemerkt. In Ordnung. Stellt doch hier zwei oder drei Mann ab. Nichts geht hier rein und nichts geht hier raus. Verstanden? Jawohl, ich werde mich selbst darum kümmern, dass hier keiner. Er spricht auch ein bisschen langsamer, dass hier keiner reingeht. Ja, Versperrt die und Tür. natürlich. Magister, schaut doch mal, er sieht nicht gar so gut aus. Ob ihr was an ihm erkennen könnt. Ist nicht so ganz einfach hier drin. Ich nehme mal den. Wie heißt er nochmal? Ja, gut, nehme ich mal so ein bisschen zur Seite und unterhalte mich mal so ein bisschen mit ihm. Konntet ihr unten alles unter Kontrolle bringen? Gibt es irgendwo Schwierigkeiten noch? Nichts Dramatisches, nein. Es gab einige Armbrustbolzen, die aus Astlöchern und Schmieren herausstanden und dann geschossen haben, wenn man auf die falschen Holzplanken getreten ist, aber er klopft sich so ein bisschen auf seine Beinschoner. Du kannst auch sehen, wie da ein Loch drinne klafft. Nichts Dramatisches. Hatte ich was getroffen? Bist du Ja, verletzt schon, worden? also ein Bolzen, aber nicht der Rede wert, alles gut. Schon wesentlich mehr weggesteckt. Darf ich es mir vielleicht trotzdem mal ansehen? Ich würde den Ungeschaffenen, den Hässlichen ja zumuten, dass sie es mit irgendetwas vergiftet haben. Sicher ist sicher. Wenn ihr meint, Magister. Ja, dann würde ich mir das mal ansehen, wo er diesen Bolzenschuss abgekriegt hat. Ja, Heilkunde Wunden, Heilkunde Gift, Heilkunde Seele, Heilkunde Krankheit. Einfach mal alles rein. Alle HKs. Jetzt müsste man Rodrigo haben. Also unseren, nicht den anderen. Ja, bis auf. Die Verletzung scheint wohl wirklich nicht so sehr schwerwiegend zu sein. Allerdings hat es immer noch nicht aufgehört zu bluten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Bolzen vergiftet war, ist also groß. Die Blutgerinnung funktioniert nicht ganz richtig. Du weißt nicht, ob er krank geworden ist, aber das, was ihm jetzt gerade zusetzt, da kannst du auch erkennen, wie er wohl auch schwitzt, obwohl es hier ziemlich kalt ist, ist wohl eher auch dieses Tor, das Bronzen. Also, wie gesagt, du spürst dieses Ziehen nicht, weil deine Magieresistenz hoch genug ist. Aber er selbst blickt immer und immer wieder ungut in Richtung der doppelflügigen Tür. Nicht, dass da irgendein Dämon rauskommt. Und ja, wie gesagt, nach und nach haben dann sich drei, vier Leute vor die Tür positioniert, die sie dann bewachen. Nur damit wir uns richtig verstehen, da geht niemand rein, auch keiner von unseren. Wir sind doch nicht Und ich wahnsinnig. kann euch auch versichern, wenn man nicht den richtigen Spruch spricht oder den richtigen Schlüssel hat, wird dort auch nichts herauskommen. Diese Zeichen hier, und ich deute mal dahin, ich habe keine Ahnung, was sie wirklich bedeuten, aber das sind Schutzzeichen. Solange man diese nicht deaktiviert, wird dort nichts herauskommen. Das kann ich euch versichern. Ihr seid hier draußen sicher. Wenn ihr das sagt, Magister, wir vertrauen euch, unsere Seelen an. Ich fürchte, das müssen wir. Ritter Jagold, warum geht ihr nicht wieder nach unten und ruht euch ein wenig aus? Wo denn? Ich habe zwar keine Schemel oder so etwas gesehen, soll ich mich einfach auf eine Wurzel setzen? Moment mal, ich glaube, ich habe hier vorne Hängematten gesehen. Da könnt ihr euch ein wenig hinlegen und die anderen Söldner dort abwarten, während wir vorausgehen. Nein, Wenn es euch gibt. ich werde mich jetzt nicht in eine Hängematte legen, während ein Schiff erobert wird, die der Mond zurück in die Niederhölle getreiben wird. Ich bleibe hier am besten bei der Tür und bewache sie von hier aus. Nun, wie ihr wünscht, aber verausgabt euch nicht. Ich weiß nicht, wie lange wir noch auf dieser Arche gefangen sein werden. Nun gut, dann Ragnar. Führt uns doch vor, erstmal zur Küche hin. Dann sehen wir weiter.
Ja, vom Mannschaftsquartier könnt ihr auf alle Fälle, also Ragnar kann das sehen, hören, wie da wohl getuschelt wird. Und das sind wohl Piraten, die sich nicht verstecken konnten. Die sitzen da wohl irgendwie in den Schatten. Die diskutieren wohl gerade, ob sie angreifen sollen oder ob sie sich verstecken sollen. Ragnar, du kannst aber auch hören, die bleiben wohl so lange, bis niemand in das Mannschaftsquartier kommt, bleiben sie wohl da sitzen und Also die Tür ist auch zu, verstecken oder sich. wie? Das ist keine Tür, das ist ein offener Raum, der dann da in die Quartiere führt. Da kannst du dann auch sowas wie, ja, quasi Betten erkennen. Wirklich, wirklich gemütlich sieht das nicht aus, aber da wird dann die Mannschaft nächtigen. Hast du auch schon von den Schirmen gehört, wenn du denen die Treppe wieder nach oben geführt wirst. Wie viele Leute das immer waren, weißt du wie gesagt nicht, aber ja, da sitzen die Mannschaft da. Dann würde ich mal so nach hinten bedeuten, dass man jetzt ein bisschen leiser sein soll. Und fragend Richtung Jalan gucken, ob man die jetzt angreifen soll. Wir können ja alle Attack. Ja, dann holt sich einfach mal Meinungen ein. Was meint ihr denn? Du kannst Attacke, richtig? Ja, ich glaube, ich habe euch das allen beigebracht. Stimmt. Auf jeden Fall würde ich dann erstmal gucken. Wir sind jetzt nur noch zu viert unterwegs, ja? Ja, Gold ist hier geblieben. Nach euch könnten die anderen Söldner nachziehen. Söldner wären denn das? Also, wenn ihr die haben wollt. Wären noch jetzt noch vier oder fünf oder so. Oh, und die Unberührbaren von Inquisitor. Eine. Also ich würde dann auf jeden Fall sagen, lass die kaputt machen, bevor die uns in den Rücken fallen. Wenn die dann so merken, dass wir irgendwo anders Stress, zum Beispiel mit dem Kapitän haben oder so. Sollen wir uns anschleichen oder direkt mit aller Macht hineindringen? Man schaut mal so auf Jan an. Man hat ja schon Erfahrung mit deiner Schleicherfahrung gemacht. Du hast Meint mir dann, beigebracht, mein also Freund. wir können es versuchen. So, das habe ich dem auch beigebracht, richtig. Ja, nee, Gut. dann bin ich bewusst, dass wir beide das auf jeden Fall hinkriegen würden. Ich schaue nochmal auf den verletzten Brindijan. Der guckt ein bisschen fragend und flüstert dann irgendwann: Unterhaltet ihr euch gerade? Nein. Die Frage müsste lauten, was ist Attack? Er hat es ja vermutlich schon auf dem Mörderskanal das ein oder andere Mal gesehen, oder? Egal. Warum Geht schleichen die einfach. uns nicht einfach vorbei? Lassen wir sie doch da im Dunkeln sitzen. Weil sie dann, wenn wir weitergehen und auf irgendeinen anderen Kampf treffen, hinauskommen und uns in den Rücken fallen würden. Wobei, also die Leute hier sind, keine Ahnung, wenn ich die richtig einschätze, sind das ziemliche Feiglinge. Theoretisch könnte es auch sein, dass sie tatsächlich einfach in ihrem Quartier bleiben und einfach nur verstecken. Alles klar, eine Sekunde. Ja, dann schleicht sich noch einige Schritte zu seinen Söldnern. Was haltet ihr denn von einem Schattenspiel? Also, vielleicht können wir sowas wie einen Drachen machen mit einem Schatten und dann. Ich habe Hat das mal das denn in einer gefragt? Geschichte gelesen. Fragt es gerade Miria, ja? Ja. Okay. Die Frage bleibt von mir unkommentiert. Das klingt so absurd, das muss funktionieren. Haben wir irgendetwas, wo wir jetzt etwas rausschneiden können oder bauen können? Weiß ich nicht, Hände? Sie schaut so ein bisschen zu Ragnar, zu Brindijan. Wir haben ja euren Stock, der leuchtet. Ja, aber den können wir nicht hier lassen, den brauche ich. Ah ne, ich habe gar keinen Knüppel dabei, ne? Oder habe ich irgendwo hier so ein. Ah ne, ich Du habe wieder hast den jetzt Morgenstern. einen hochwertig gearbeiteten, eine Keule, eine Hiebwaffe. Wie sieht die aus, Jana? Es ist ein Streitkolben. Es ist da. Ja, ein schwarzer Holzstock, vorne mit Eisen beschlagen und insgesamt vier spitz zulaufende Flügel an jeder Seite. Es liegt ja, relativ gut in der Hand und das Schwer. Material scheint auch hinreichend gut gearbeitet zu sein. Gerade bei Streitkolben ist das Eisen ja gerne mal ein bisschen billiger. Aber hier hat man wohl daran nicht gespart. Reicht das? Man schaut die Myria ein wenig fragend an. Was soll reichen? Also, du hast doch gerade nach dem Stock gefragt. Nein, den Stock von Lycian als So. Lichtquelle. Ach so. Vielleicht finden wir hier irgendwas, was man als Fackel benutzen kann. Oder wir können ein kleines Feuer entfachen oder sowas. Glücklicherweise habe ich eine Laterne.
Hervorragend. Dann vergisst Myria den Vorschlag mit den Brennfässern, denn das wäre, glaube ich, nicht so gut gegangen. Da liegen ja eine ganze Menge Brandfässer. Die Laterne ist auch nicht an, solange wir sie nicht brauchen, weil wir haben auch nicht mehr viel Öl. Und jetzt, was sagen wir, was behaupten wir? Können wir uns nicht einfach vorbeischleichen? Können wir auch. Gut, gib mir eine Sekunde. Geht kurz, er hat wie 10 Schritte zurück. Ogdoran, aufgemerkt. Sí, señor. Nimmt die Maraskanerin, positioniert euch am Eingang zu dem großen Raum. Wenn aus dem Mannschaftsquartier die Söldner rauskommen, macht ihr die zu Kleinholz. Ansonsten haltet ihr die Stellung. Sí. Okay, dann geht's zurück zu den anderen. Okay, unsere Söldner halten uns den Rücken frei. Wir schleichen uns vorbei, denke ich. Ragnar, für dir. Ich Ja. meinte eher so hier. Ach so, ja. Also hier ist mir schon zu nah, was das Ja, Gebiet alles klar. angeht. Und dann geht's hinter Ragnar her. Beziehungsweise ich glaube, ich gehe ganz hinten und pass mal auf, dass man die hier nicht stolpert. Auf eurer linken Seite, da auf Ragnars Höhe, könnt ihr jetzt eine weitere Tür erkennen, an der wohl ein ziemlich großer Widderschädel angebracht ist. Hängt genau über der Tür. Die Tür sieht auch selbst ein bisschen größer aus als alle anderen und auch hier sind dann magische Runen zu sehen. Ja, dann würde ich mal Brindici fragend ansehen und meinen, das entschlüsseln, das für Zeichen sind. Wo ist diese Tür? Ja. Ja, Ach, genau. da. Ja, Brindisian schaut sich das mal an. Was sieht er denn wohl? Ja, Bandija braucht ein bisschen länger, das zu lesen. Iri, Balgur und das sind alles Zeichen auf von denen, die ihr den 12 Geschwistern gegenübersetzt. Hier die Ersäuferin, Bandija zeigt also auch so eine Rune. Und hier der. Und der Bruder Ingerim gegenübergestellt ist. Der Bruder Ingerim neidet. Sicher, dass wir das länger betrachten sollten als unbedingt nötig. Dann sind hier noch ein paar alchemische Symbole. Ich weiß nicht, ob ich die richtig zuordnen kann. Kann ich da irgendwas Genaues erkennen, Frosty, bei diesen Alchemie-Symbolen? Bei dem geht es wohl generell darum, dass hier Alchemie getätigt wird in rauem Rahmen. Also vielleicht geht es hier sowas zu einer, neben dieser Kabine, zu einer Alchemieküche. Vielleicht eine Weiterführung der eigentlichen Küche. Auf der Seeadler hatten wir auch sowas. Vielleicht finden wir dort etwas, was uns helfen könnte. Den einen oder anderen Trank, der mir meine astralen Kräfte zurückgeben könnte, würde ich jetzt gut gebrauchen können. Wollt ihr die wirklich die Tür öffnen, die mit den Namen der Erzdämonen beschriftet ist? Wirklich, Brynigian? Ja. Dann lassen wir es lieber sein. Ragnar, Also was ich ist denn weiß ja damit? nicht. Also da könnten echt wichtige Sachen drin sein. Könnten uns weiterhelfen. Ich meine, wir müssen doch auch irgendwo einen Notfallplan haben, falls sich die Dämonen gegen sie wenden. Also ich nehme es zumindest mal an. Na gut, aber mir gefällt das nicht. Kurz zur Erklärung, die Treppe, die nach oben führt, da zieht es auch gewaltig mit Frischluft von oben nach unten. Und ihr könnt an der Tür auch vorbeisehen, da hatte Ragnar ja bereits schon gesagt, dass es hier zu einem großen Saal geht. Da könnt ihr in einem schummrigen Licht bereits dann auch die ersten paar Leute erkennen, die hier wohl stehen und sich leise unterhalten. Nach Das oben wollen. sind dann weniger raue Gesellen, vermutet ihr. Ist eigentlich dieses sanfte Pochen, das man vom Herzen der Arche hört, ist es leiser geworden, als wir hochgestiegen sind? Ist es. Hm.
Jetzt, wo du hier gerade stehst, ist es wieder ein bisschen lauter. Vielleicht ist es auch, vielleicht pulsiert es eben nicht nur beständig, dieses Poch, Poch, eben in dieser Geschwindigkeit, sondern vielleicht hat es noch einen eigenen Impuls mit der Lautstärke. Das könnte auch sein. Du bist ja nicht ganz sicher, ob es überhaupt sowas gibt. Überall laufen Unterwasseradern entlang. Paar Archenkäfer, die hier einen Tanz vollführen und merkwürdige Symbole auf den Boden schreiben mit ihrem Schwarmwesen, während sie hier überall entlang krabbeln an den Wänden. Gut, wenn ihr glaubt, dass da drin vielleicht etwas ist, was uns hilft, dann öffnet die Tür. Aber seid vorsichtig. Also Ratner würde dann erstmal da mit dem Morgenstern die Tür probieren, ob da gleich irgendwas explodiert oder so, wenn man die Tür berührt. Falls da nichts Also wenn du passiert. die Tür selbst berührst, das ist eine relativ normale Tür, wohl schwer aus Unholz, aber nicht aus Gold oder Bronze oder so, nur dieser Widderkopf davor und die Runen da drin. Und wenn du die Tür berührst mit diesem Streitkolben, dann passiert erstmal nichts. Ja, dann versuche ich sie mit meiner Hand zu berühren und aufzudrücken oder aufzuziehen. Du kannst die Tür nach zu dir hinziehen. Und dir kommt alte, abgestandene Luft entgegen, bis es dann ja aufhört und du vor einer dunklen Kabine stehst, die etwas größer aussieht. Du kannst in den Schatten erahnen, bei den Astlöchern hindurch, auf der Außenseite, wie gesagt, die Sonne geht gerade auf und dementsprechend durch die Ritzen fällt dann ein bisschen mehr schummriges Licht. Kannst du sowas wie ein größeres Bett erkennen, sowas wie ein Himmelbett. Wobei das Himmelbett, ja, es ist eher sowas wie ein Algennetz, was darunter hängt oder übergespannt ist. Einen großen Schreibtisch, ja, einen Arbeitstisch. Leer. Also ein großes Himmelsbett und ein großer Schreibtisch, ja. Dann wird Ratner einfach mal auf diesen großen Schreibtisch zugehen. Ja. Gucken, was da so gearbeitet wurde oder wird. Das Bett ist bestückt mit einem Buch, was du wohl erkennen kannst. Vielleicht sowas wie eine Art Tagebuch oder sowas oder ein Werkbuch. Und auf dem Schreibtisch selbst liegen 1, 2, 3, 4, 5 Bücher. Teilweise übereinander, nebeneinander, ein paar Schriftrollen, die noch daneben liegen. Und hier wurde wohl gearbeitet, einige Abschriften, einige Zeichnungen, die dann aus den Büchern gefertigt worden sind, verändert worden. Was für Sprachen sprichst du? Beziehungsweise Schriften, Kusslikerzeichen? Tatsächlich nur kusseliger Zeichen, ja. Ja. Hast du Bosbarano? Warte. Glaub nicht, nein. Ja, wie gesagt, vor dir liegen ein paar Bücher. Dann würde ich mal Brindisian auch noch reinwinken, falls er nicht vielleicht auch schon reingekommen ist. Brindisian ist direkt nach dir reingegangen und ja, überfliegt mal so, weil die Bücher lagen irgendwo in einem Regal oder auch auf dem Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch. Also hier gibt es dann auch ein Regal und ein paar ausgestopfte Delfinköpfe, die hier noch hängen. Also hier fühlt sich ein Paktierer wohl sicherlich sehr wohl. Ja, ein paar Kartenmaterial von der blutigen See, irgendwelche Eingänge von Häfen, wo man dann vielleicht sowas wie Belagerung ja, mitmachen könnte. Die Bücher selber kannst du dann zusammen mit einer Lichtquelle und Ragnar identifizieren. Macht der Elemente. Pforten des Grauens. Das ist eine Version der Wege ohne Namen. Drudenfüße im Meer. Das Tractatus Daimonicus. Und Codex Dimensionis, also sehr seltene Magiebücher, aus denen man sicherlich das ein oder andere über Dämonen lernen könnte. Ja, ich werde mal die anderen auch davon in Kenntnis setzen. Das scheinen mir alles Bücher zu sein, mit denen man die Ungeschaffenen in die Welt rufen kann. Unheimlich selten und sicher auch verboten. Dann sollten wir sie, glaube ich, vernichten, oder? Oder vielleicht in eine Priorskirche bringen? Nun, ich bin mir sicher, dass Magister Brindisians Gilde da ebenfalls etwas zu sagen hat, nicht wahr? Naja. Also vernichten sollten wir sie wahrscheinlich schon.
All diese Sprüche sind nur dazu da, um die Ungeschaffenen in die Welt zu rufen. Soll ich die Auch die Bücher Praeuskirche wird einstecken, damit. oder? Wir werden sie nicht einstecken, aber ich maße mir auch nicht an, sie einfach so vernichten zu können. Magister, traut ihr euch zu, einen kurzen Blick darauf zu werfen, um mir zu sagen, ob man sie vernichten sollte? Ist da irgendwas dabei? Also, das ist grundsätzlich alles irgendwie mit dem Mond zu tun, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was Wege der Zauberei zu den Zaubern sagt, aber Pforten des Grauens auf alle Fälle. Also das ist hoch verboten. Drudenfüße im Meer, weiß ich gar nicht, ob es da eine offizielle Publikation gibt, Macht der Elemente. Ich bin mir da, wie gesagt, nicht ganz sicher, was da alles drin steht. Auch Tractatus Daemonicus, natürlich, da stehen dann die Invokationen drin, ein paar wahre Namen. Das ist vielleicht interessant. Also wahre Namen können natürlich dazu dienen, Dämonen zu beschwören, aber sie können auch dazu dienen, Dämonen wieder wegzuschicken oder sie zu beherrschen, wenn sie denn beschworen sind. Ansonsten, ja, Codex Dimensionis mag leicht dunkelgrau sein. Müsste man jetzt nochmal reingucken, wie gesagt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, welche Zaubersprüche da drin stehen. Die Pergamente und Notizen des, ja, wie gesagt, die Kabine gehörte wohl mal einem Iri Balgur, dienen wohl mit Paraphernalia dazu, ja, Dämonen zu beschwören. Also Tränen von Kindern und Delfinschweiß und so ein Blödsinn, Algen, damit kann man dann wohl Beschwörungen erleichtern. Okay, dann gehe ich da mal so rüber und sortiere so ein bisschen aus. Und bei dem Tractatus Daemonis, da schaue ich mir so ein paar Seiten an. Und ja, wenn ich dann erkenne, dass da auch eventuell Nützliches bei ist, also was man auch gegen die Dämonen anwenden kann, würde ich das mal mir unter den Arm klemmen. Und ja, das macht der Elemente, also wenn das wirklich nur Elementarmagie ist, ebenfalls. Müsste ich, wie gesagt, nochmal nachschlagen, das reiche ich dann nach. Also da können wir uns dann nochmal genau angucken, welche Bücher du dann vernichtest und welche du behältst. Genau, wie auch immer. Auf jeden Fall sortiere ich dann drei oder vier von den Büchern aus. Und ja, hat jemand Feuer? Ja, Feuer, Stein und Stahl. Ich hoffe, es ist nicht feucht genug hier drin, damit das nicht geht. Diese sollten wir auf jeden Fall nicht hier lassen. Die sollten Na wir gut. vernichten. Und die anderen werden wir am besten am Land noch einmal der Sinnekirche oder der Preiskirche vorlegen. Ich werde sie Damit mal einmal die. ansehen. Vielleicht kann ich da auch noch was draus lernen. Natürlich. Vieles könnte vieles drinstehen, um ja, wie man die Ungeschaffenen wieder in den Netrajin treibt. Natürlich, wir müssen nur vorher sicher gehen, dass sich in diesen Büchern keine Ketzereien verbreitet werden und sie auch am Ende doch vernichtet werden müssen. Ihr versteht. Aber Natürlich, ich. wenn man kann ja entsprechend Abschriften machen von den sinnvollen Teilen und das Buch an sich wieder verbrennen. Aber ich muss es mir im Detail ansehen, dazu reicht jetzt die Zeit nicht. Natürlich, ich teile auch nicht unbedingt die Neigung einiger meiner Standesgenossen, dass Zauberbücher generell verbrannt gehören. Nun gut, Vorsicht muss trotzdem gewaltet sein. Der Rest wird verbrannt. Frosty, kriege ich mit Feuerstein und Stahl ein Papierfeuerchen hin oder ist es da zu feucht für? Hauswirtschaftsprobe. Miria! Warte, ne, ich habe Hauswirtschaft gesteigert, alles gut. Kunde, das ist ein Handwerker. Ja, du bist dir sicher, bei dieser Nässe kriegt man kein Feuer hin, auch Myria wird das nicht schaffen. Gut. Versperren die Türen und kommen später wieder. Im Notfall werfen wir sie über Bord oder so.